Manchmal muss man das einfach auch als Kommentator loswerden. Die Bedingungen, die sind einzigartig hier. Der Rasen, super, Wahnsinn, selten so ein grünes Geläuf gesehen. Und wenn ich hochgucke in den Himmel, keine einzige Wolke. Das soll auch so bleiben im Verlaufe dieser Partie. Ich hoffe, die Wetterfrösche haben sich auch nicht geirrt. Die Kulisse atemberaubend, Stimmung ist exzellent. Freuen wir uns also auf die Dinge, die da kommen werden. Geht es spektakulärer? Geht eine wirklich spektakulärere Bühne als diese hier? Ich glaube, nein. Für alle, die erst später dazugestoßen sind, der Ball, der rollt schon. Bekommt er den? Adama Traoré. Draxler. Super gehalten. Überragende Aktion. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss vereitelt. Einfach richtig stark. Ivan Perisic mit der Torschuss. Vosalko. Den Ballverlust sofort wieder korrigiert. Die Teamkollegen ärgern. Einfach mal Langholz. Adama Traoré. Gerade noch so geklärt. Ja, Ball ist draußen. Wieder aus, wieder Einwurf. Lucas Paqueta. Jetzt ist Übersicht gefragt. Adama Traoré. Cavani. Riese und Tor. Und nur das Netz hält den Ball noch im Stadion. So kannst du nur abschließen, wenn du ein Edelschusstechniker bist. Armer Torwart. Das erste Tor ist gefallen. Es steht 1:0. Eine hauchdünne Führung, aber wehe, sie ruhen sich drauf aus. Jetzt der Schuss. Stark gehalten. Perisic hat da wahrscheinlich gedacht, der Keeper wäre schon geschlagen, aber denkste. Die Gefahr ist vorerst gebannt. Lucas Paqueta spielt ihn raus. Lucas Paqueta. Und der rein. Starker. Und drin ist er. Das ist schulbuchmäßig. Von der Flanke bis zum Tor. Sie haben in dieser Situation, warum auch immer, die Lufthoheit. Und sie nutzen sie aus. Wir sind auf Remikurs. Das ist die Strafe. Das kommt davon, wenn man sich beim Jubeln verausgabt. Die Chance war da, nur letztendlich kommt keiner an den Ball ran. Sie versuchen es mit dem Pass durch die Mitte. Perisic. Guter Pass und eine großartige Chance. Wo ist die Passlücke? Es gibt keine Passlücke, also lupft er den Ball zu seinem Mitspieler. Aber der macht ihn nicht rein. Sie rennen da gegen eine Wand. Gut geklärt von Retzos. Adama Traoré. Und da ist der Pass. Da ist es passiert. Und wieder schnappen sie sich die Führung. Also so einfach hat das wirklich selten. Diese Freiräume darf man so einem wie ihm einfach nicht geben. Man weiß doch, dass er finalisieren kann. Genau darauf haben wir gewartet. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Hier ist Cavani. Der sieht gut aus. Das ist die Möglichkeit. Sehr guter Versuch. Erfolgreich? Nö.
Die Passgenauigkeit ist aller Ehren wert. Die Abschlussgenauigkeit zumindest in dieser Szene nicht. Perisic. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Hier ist Cavani. Ich denke, das war abseits. Ja, so ist es auch. Perisic. Der kommt an. Perfekt antizipiert. Jetzt könnte was gehen. Und der Pass. Das gibt Eckball. Adama Traoré. Perisic. Netter Versuch und damit endet die erste Spielhälfte. Eine ganz enge Angelegenheit zwischen zwei Mannschaften, die immer wieder die Offensive suchen und zum Abschluss kommen. So darf es weitergehen in der zweiten Halbzeit. Ja, der Ball, der rollt schon wieder. Die Truppe hat doch noch eine Halbzeit vor sich. Sie müssen den Kopf oben behalten, sie müssen die Schultern breit machen und sie müssen natürlich aufpassen, dass sie jetzt nicht in die Konter laufen. Lucas Paqueta ist das. Schon läuft der Gegenangriff. Das war zu erwarten. Gute Arbeit der gegnerischen Verteidigung. Edi Nilsson. Da verheddert er sich. Da kann er sich lösen. Da ist er vorbei. Und er schießt. Ein super Dribbling, doch das E-Tüpfelchen, das fehlt. Er ist ein intelligenter Spieler. Er erkennt die Situation, stößt im richtigen Moment nach vorne. Er arbeitet sich die Chance, nutzt sie aber nicht. Ist das ein langer Ball? Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ah, dieses Balltreiben, das gefällt mir. Was er wohl als nächstes vorhat. Das ist schon stark, wie er da aufhält. Er nimmt das Herz in beide Hände und hat fast Erfolg damit. Cavani probiert's. Sensationell, das ist ein klasse Treffer. Und jetzt ziehen sie davon und tschüss. Ganz sauber gespielt und zielstrebig abgeschlossen. Das ist ihr Spiel, das lieben sie. Die Balleroberung, das Umschaltspiel, der Konter und dann dieser Abschluss. Cavani. Und es ist passiert. Das dürfte definitiv die Entscheidung gewesen sein. Sie haben den Ball erobert, sie haben blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Hast du nicht mal einen Arbeitsnachweis? 4 Tore in einem Spiel. Damit ist die Führung auf 3 Tore angewachsen. Überhaupt keine Frage. Eine Mannschaft hat hier gerade jetzt einen richtigen Lauf. Und den sollten sie jetzt versuchen auszubauen. Spielt ihn gut raus. Und die Kontergelegenheit. Und bitte. Er zieht durch. Der ist drin. Und damit ziehen sie komplett auf und davon.
Eine fantastische Vorstellung. Dieses Tor gehört ganz allein ihm. Das ist schon merkwürdig. So viele stellen sich ihm entgegen, aber wenn er einen guten Tag erwischt hat, dann kannst du ihn nicht bremsen. Das Spiel ist unterbrochen, jetzt kann gewechselt werden. Jetzt wird es angezeigt, ein Doppelwechsel bahnt sich an. Überhaupt keine Frage, der Trainer war zuletzt mit den Abläufen auf dem Rasen nicht mehr einverstanden. Da muss sich was tun und deswegen jetzt frisches Blut, zwei neue Spieler. Oh je, jetzt wird's richtig bitter. Das erlebt man immer wieder im Fußball. Bei der einen Mannschaft geht alles und die andere stellt sich selbst und alles in Frage und steht neben sich. Und das muss man ausnutzen. Adama Traoré. Rabiot. Und ab die wilde Fahrt. Schau dir mal die offensiven Spieler an. Also von Defensivarbeit haben die noch nicht viel gehört. Definitiv. Und damit fahren sie schon ein gewisses Risiko. Klar, die sparen jetzt Kräfte, wenn sie vorne bleiben. Die sind natürlich frisch, wenn der Konter gefahren wird. Aber in der Defensive stehen sie dadurch natürlich nicht mehr so solide. Das ist die Chance zum schnellen Konter. Rabiot. Eddie Nilsson. Adama Traoré. Adama Traoré hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Da ist vielleicht mal der Trainer gefordert, etwas mehr Konzentration einzufordern. Die Passgenauigkeit ist miserabel. David Luiz. Hier ist Cavani. Cavani in einer für ihn ganz undankbaren Situation. Er steht mit dem Rücken zum Tor. Daraus was zu machen, das ist schwierig. Vor allem, wenn die Verteidiger so gut aufpassen wie hier. Gianluca gewinnt den Ball für sein Team zurück. Und er läuft in die Abseitsfalle. Also viel Ball hat er nicht erwischt, das war ein klares Foul. Und der Ballverlust. Perisic. Ins Abseits gelaufen. William Carvalho. Und durch die Mitte. Perisic. Perisic. Ja, das ist drin. Das ist ein echter Leckerbissen für alle Fußballfreunde. Was für ein Lupfer. Niemand sonst hätte hier so ein Tor erzielen können. Der Torwart kann nur noch staunen. Also mehr als ein... Und der Schiedsrichter macht dem Ganzen hier ein Ende. Freunde, was für eine schwache Vorstellung. Man ist nun neben den Gegenspielern hergelaufen. Heute erreichte kein Spieler Normalform. Hansi, dein Resümee zu dieser Partie bitte. Von wegen Heimvorteil. Am Ende hat der Gast hier die Nase vorn. Ganz knapp mit einem Tor, aber auch das reicht, um den Sieg einzufahren. Die Übertragung an diesem Abend ist beendet. Vielen Dank dafür und auch danke an Hansi, dass du uns begleitet hast. Ich muss mich bedanken. Hat wieder mal viel Spaß gemacht.